meine Damen und Herren, auch von meiner Seite. Wir sind jetzt gewissermaßen hier als Podium das Hindernis, das letzte Hindernis auf dem Weg zum Feiern. Und das Feiern gehört ja auch zu dem heutigen Tag und zu dem heutigen Anlass beziehungsweise den heutigen Anlässen. Und deswegen kompakt, stromlinienförmig, das ist genau das, was uns vorschwebt. Ich habe die Uhr hier im Blick und 20 Uhr tatsächlich werden wir anpeilen. Zeitgeschichte als Aufgabe im 21. Jahrhundert, so ist diese Diskussion hier heute überschrieben. Das knüpft natürlich und ganz offensichtlich an den hier schon mehrfach zitierten Aufsatz von Hans Rothfels in den Vierteljahresheften von 1953 an. Rothfels, der damals nicht zuletzt vor der Herausforderung stand, Zeitgeschichte, der Begriff ist älter, das wissen wir, das wissen Sie, Zeitgeschichte als eigenes Teilgebiet der Geschichtswissenschaft zu etablieren, als ein Teilgebiet aus eigenem Recht und auch mit einer eigenen Legitimität, wenn man so will. Und allein das konfrontierte ihn ja auch schon doch mit erheblicher Skepsis, ja Ablehnung aus der Zunft, aus dem Kreis der Kollegen in den frühen 50er Jahren. Rothfels stand damals aber auch vor einer weiteren Herausforderung, und vor dieser Herausforderung steht in gewisser Weise auch unser heutiges Gespräch. Wir führen eine Diskussion und werden versuchen, eine Diskussion zu führen über künftige Themen der Zeitgeschichte, über künftige Entwicklungen zeithistorischer Forschung, tun dies aber natürlich als Historikerinnen und Historiker im Blick auf die Vergangenheit. Also es geht um die Zukunft der Geschichte, um die Zukunft der Zeitgeschichte. Und es ist für uns als Historikerinnen und Historiker ja keine ganz einfache Aufgabe aus der Wahrnehmung der Gegenwart, und da sind wir ja beim Proprium der Zeitgeschichte, aus der Wahrnehmung der Gegenwart künftige Geschichte erkennbar werden zu lassen. Denn das unterscheidet ja, es ist bereits betont worden, die Zeitgeschichte von anderen historischen Teilfächern, diese spezifische Dynamik, diese permanente und immer wieder neue Verzeitgeschichtlichung, fürchterliches Wort, Verzeitgeschichtlichung der Gegenwart, also dieser strukturelle und grundsätzliche Präsentismus, könnte man das vielleicht nennen, der Zeitgeschichte. Und mit diesem Präsentismus hat sich auch, ich komme nochmal darauf zurück, mit diesem Präsentismus der Zeitgeschichte hat sich auch Hans Rothfels auseinandergesetzt. Und Präsentismus war für ihn nicht nur sozusagen die bloße Gegenwartsnähe, die Gegenwartsnähe der als Problem, als, aber auch als Chance der zeithistorischen Forschung. Präsentismus meinte für Rothfels 1953 vor allem die Frage, ob und wie, das hatten wir vorhin schon in der letzten Runde hier auch diskutiert, ob und wie die Gegenwart, die jeweilige Gegenwart, unseren Blick auf die Geschichte bestimmt und was das für jede Geschichtsschreibung im Übrigen, nicht nur für die Zeitgeschichte, bedeutet. Rothfels bezog sich das nur am Rande, damals übrigens explizit auf eine Diskussion über Presentism in der American Historical Association, die man im Übrigen weiterverfolgen könnte bis in unsere Gegenwart und die erneut, und zwar unter der Überschrift Presentism, Präsentismus und unter der Frage, is history history, im vergangenen Jahr in der American Historical Association einen neuen und höchst kontroversen Höhepunkt erreicht hat. Die Schwerpunkte, die die zeitgeschichtliche Forschung setzt, spiegeln diesen Gegenwartsbezug nicht nur, sie spiegeln ihn nicht nur wider, sondern sie werfen letztlich ein Licht auf unsere Gegenwartswahrnehmung, und deswegen dient die Diskussion über diese Schwerpunkte unseres Faches auch unserer eigenen Selbstverständigung, und das nicht nur unserer Selbstverständigung als Fachcommunity, sondern auch deutlich über diese Community hinaus. Auch dieser Begriff der wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Selbstverständigung taucht bei Rothfels bereits auf. Unser Gespräch widmet sich vor diesem Hintergrund vier Forschungsperspektiven. Es fragt
ausgehend von 4 Impulsbeiträgen von Julia Angster, Margit Schölesi-Janse, Frank Bösch und Kieran Klaus Patel nach dem Verhältnis von Nation und Globalisierung, von Nationalität und Globalität in der Zeitgeschichte. Es fragt nach der zeithistorischen Bedeutung von Internationalität, Transnationalität und Supranationalität jenseits sozusagen eines bloßen Labeling, einer bloßen Etikettierung. Es wird dann versuchen, Zeitgeschichte als Geschichte auch der digitalen Welt zu fassen. Und schließlich thematisiert unser Gespräch, thematisieren diese Impulsbeiträge, zum Teil auch mit dieser Frage der digitalen Welt natürlich verbunden, Zeitgeschichte als Geschichte von Wissensgesellschaften, auch von Verwissenschaftlichungsprozessen, vielleicht auch in Ergänzung oder anstelle einer Zeitgeschichte, so noch ganz stark bei Rothfels, einer Zeitgeschichte von Industriegesellschaften. Jeder dieser Aspekte, das ist uns allen hier bewusst, würde natürlich eine eigene Podiumsdiskussion rechtfertigen, mindestens eine Podiumsdiskussion, wenn nicht ganze Tagungen. Wir versuchen aber trotzdem die Bündelung auch und die Verknüpfung dieser thematischen Komplexe. Eine letzte Bemerkung vielleicht noch, diese Agenda, die ich gerade ganz kurz umrissen habe, ist auf den ersten Blick eine, die vor dem 24. Februar 2022 entstanden sein könnte. Doch wenn wir, und zwar im besten Sinne eines Präsentismus, den Gegenwartsbezug der Geschichte betonen, und wir haben das ja verschiedentlich heute Nachmittag auch schon getan, dann müssen wir doch zumindest zu Fragen beginnen, was der russische Angriff auf die Ukraine für die Zeitgeschichte, für die zeithistorische Forschung bedeutet, nicht einfach als ein weiteres Thema, als ein weiterer Forschungsgegenstand, sondern gewissermaßen als Perspektive, als eine veränderte oder sich verändernde Perspektive für die zeithistorische Forschung insgesamt mit Wirkungen in ganz unterschiedliche Forschungsfelder, in ganz unterschiedliche Forschungsbereiche hinein. Was machen der Krieg und seine Folgen denn mit den konzeptionellen Überlegungen zur Zeitgeschichte, die in den letzten 3 Jahrzehnten seit 1990 entstanden sind und die natürlich durch die Entwicklungen dieser 3 Jahrzehnte bestimmt waren, dieser Jahrzehnte zwischen den Zeiten, wie man heute zu sagen versucht ist, und das lese ich ja, diese Jahrzehnte zwischen den Zeiten, das lese ich ja in gewisser Weise auch als eine These in dem jüngsten Buch von Ihnen, Herr Möller. Ergeben sich also aus der durch die russische Aggression ausgelösten oder ausgerufenen Zeitenwende neue Forschungshorizonte? Können wir bereits jetzt über den Zäsurcharakter des Jahres 2022 sprechen? Können wir ihn möglicherweise schon zu bestimmen versuchen? Verändert die Erfahrung des Krieges und seiner Folgen den zeithistorischen Blick auf das 20., das frühe 21. Jahrhundert? Für Hans Rothfels, um auf diesen Ausgangspunkt zurückzukommen, war die Erfahrung von Krieg und Gewalt in Verbindung mit sowohl ideologischen als auch machtpolitischen Systemgegensätzen ein konstitutives Element seines Verständnisses, seiner Konzeption auch von Zeitgeschichte. Und man könnte in gewisser Weise fragen, ob Rothfels uns nicht heute wieder näher gerückt ist. Und auch diese Fragen können, eigentlich müssen sie es, sind es ja auch bereits, in unsere Diskussion einfließen. Wir beginnen jetzt aber tatsächlich mit 4 kurzen, 5-, 6-, 7-minütigen Statements, Impuls-Statements und würden dann uns in eine Diskussion hier auf unserem Podium begeben bis eben etwa 20 Uhr. Und den Beginn macht Julia Angster, Professorin für neuere und neueste Geschichte an der Universität Mannheim. Zeitgeschichte zwischen nationaler und globaler Geschichte ist ihr Thema. Ist auch ein Forschungsschwerpunkt von Julia Angster, Nationalstaat und Globalisierung.
Und ich verweise nur neben sehr, sehr vielen zeithistorischen Beiträgen auf ihr Buch Erdbeeren und Piraten, die Royal Navy und die Ordnung der Welt, die eben auch genau dieser Fragestellung Nationalität, Globalität sich widmet. Julia, bitte, du Dankeschön, hast das Wort. Eckhard. Und Sie sehen, ich komme also eigentlich auch aus dem 18. Jahrhundert. Das scheint hier so zu grassieren. Also Zeitgeschichte zwischen nationaler und globaler Geschichte. Wenn ich nochmal den Leitfaden von heute, nämlich Zeitgeschichte als Epoche der Mitlebenden, ansprechen darf, das ist, glaube ich, auch der rote Faden heute. Dieser Definition hat Hans-Günther Hockerts schon vor längerer Zeit eine alternative oder man könnte auch argumentieren, ergänzende Definition von Zeitgeschichte entgegengestellt, die heute ja auch schon genannt wurde, nämlich Zeitgeschichte als Vorgeschichte der Problemlagen unserer Gegenwart. Wenn ich das ernst nehme, wenn ich Zeitgeschichte so denke, dann verlangt das auch, die Zeitgeschichte zwischen nationaler und globaler Geschichte zu verorten. Denn tatsächlich ist, das ist jetzt beinahe banal, aber ist die Epoche von uns Mitlebenden heute stark geprägt von den Erfahrungen räumlicher Entgrenzung, von Prozessen globaler Verflechtung und von der Erfahrung, dass der nationale Rahmen, so wichtig, stabil und bei bester Gesundheit, der ja wirklich ist, doch nicht mehr der einzig denkbare, nicht mehr der selbstverständliche Rahmen politischen Handelns, wirtschaftlicher Aktivitäten, gesellschaftlichen und kulturellen Lebens ist. Für den Rückblick, für die historische Perspektive bedeutet das aber, dass sich die europäische Geschichte der Moderne heute nicht mehr gut ohne ihre globalen Bezüge erzählen kann. Und dasselbe gilt meiner Meinung nach auch für die Zeitgeschichte. Der nationale Rahmen erscheint aus dieser Gegenwartserfahrung heraus und geprägt durch die Gegenwartserfahrung, erscheint nicht mehr als angemessene Erklärungskategorie für die Vorgeschichte der Problemlagen der Gegenwart. Zumindest nicht mehr für alle diese Problemlagen. Und dies hat sich in der englischsprachigen Geschichtswissenschaft seit 1990 etwa und in Deutschland seit den frühen 2000er Jahren, also den Nullern, im Aufstieg der Globalgeschichte als Fachrichtung niedergeschlagen. Diese Fachrichtung fordert eine, ich zitiere, Überwindung des nationalen Rahmens und eine Überwindung eurozentrischer Perspektiven in der Geschichtsschreibung. Kurz, die Nationalgeschichte ist nicht mehr, wie Jürgen Osterhammel das formuliert hat, der historiografische Normalfall. Es ist nicht mehr die Standardeinstellung, sie muss begründet werden. Wie verhält sich jetzt die deutsche Zeitgeschichtsschreibung zu diesen Themenfeldern und zu dieser Forschungsperspektive? Tatsächlich gilt sie in Themenwahl und Perspektive doch als eher nationalgeschichtlich ausgerichtet. Was nicht ganz fair ist, denn tatsächlich finden zahlreiche Studien zu Themen des 20. Jahrhunderts in aller Welt, Es gibt transnationale und globale Geschichten oder solche, die die deutsche Geschichte in ihren globalen Bezügen behandeln. Vielschichtige Arbeiten, hochspannend. Und dies läuft aber, und darauf hat Andreas Eckert vor einiger Zeit aufmerksam gemacht, gemeinhin unter der Rubrik außereuropäische Geschichte oder unter Area Study oder unter, und da also wir als Herausgeber der internationalen Geschichte profitieren davon, unter internationaler Geschichte. Und dabei, denke ich, sollten wir diese Themenfelder als Teil der Zeitgeschichte verstehen, als Teil unserer Geschichte. Auch das Institut für Zeitgeschichte hat diesen Schritt längst vollzogen. In allen Forschungsfeldern des Instituts ist jeweils auch die trans- und internationale Ebene enthalten. Soweit also so gut. Tatsächlich ist eine transnationale, also eine räumliche Ausweitung der Forschungsgegenstände wichtig. Es kann aber eigentlich nicht darum gehen, jetzt nur noch die Geschichte von anderswo oder von überall zu machen. Das wäre ja auch ein Missverständnis der Kritik an der Nationalgeschichte. Es wäre, lassen Sie mich das klar sagen, absurd, von der Zeitgeschichte zu verlangen, keine deutsche Geschichte mehr zu schreiben. Darum geht es auch nicht. Sondern, und das ist mein Argument in diesem kurzen Beitrag, es ist wichtig, zwischen dem Forschungsgegenstand nationalen Themen, Staat, Recht, Gesellschaft, Kultur einerseits und der Forschungsperspektive zu trennen. Es geht mir also darum, nationale Themen aus nicht-nationalen Perspektiven zu behandeln. Ein bisschen wie Münchhausen und der eigene Schopf, aber ich behaupte, das geht. Es geht nämlich eigentlich vor allem darum, nicht ganz so selbstverständlich mit den Kategorien der europäischen Moderne zu arbeiten.
in der Nationalstaat, Nationalgesellschaft, Volkswirtschaft und eine national gedachte politische Öffentlichkeit die Akteure sind der Geschichte. Und der Begriff der Geschichte im Kollektivsingular selbst ist ein nationales Konzept, das aus dem 19. Jahrhundert stammt, aus der Zeit der Nationsgründung, als die Geschichte und die Geschichtswissenschaft eben eine sehr nationale Funktion und damit auch Perspektive hatten. Stattdessen sollte es darum gehen, diese lange Zeit selbstverständliche Standardeinstellung des nationalen Rahmens als einziger Form der Geschichte zu hinterfragen, zu historisieren und sich die zugrunde liegenden Kategorien und Konzepte einmal aus der Nähe anzusehen. Der Begriff der Nation kann heute nicht mehr synonym stehen für eine kulturell, ethnisch oder sprachlich homogene Gruppe, die durch Herkunft und territoriale Zuordnung bestimmt wird, denn diese Gruppe hat es so nie gegeben. Dieses Konstrukt ist daher auch längst zum Gegenstand der Historisierung geworden. Ich räume das nachher auf, ich verspreche es Ihnen. Ich kann es sonst nur nicht. Also diese Historisierung der Nation als einer angenommen homogenen Gruppe erfolgt ja seit den 80er Jahren. Benedict Anderson, Langewiesche, Hobsbawm, Gellner, da gibt es genug dazu. Das muss ich hier nicht nochmal erklären. Also Differenz und Verflechtung prägten und prägen die deutsche Gesellschaft. Und wie sollen wir jetzt damit umgehen? Wie arbeiten wir historisch? Und das mag jetzt vielleicht auch wieder simpel klingen, aber wir müssten zum einen einfach mal danach fragen, und das tun ja zunehmend auch viele Studien, wer dieses Wir des historischen Narrativs darstellt und wer nicht. Also wer sind jetzt eigentlich diese Mitlebenden, von denen heute immer die Rede war? Zum anderen, finde ich, sollten wir reflektieren, wo wir nach den Faktoren suchen, die Entwicklungen im nationalen oder regionalen Rahmen prägen. Beispielsweise, und auch das wurde heute auch schon mehrfach angesprochen, wird die Geschichte des Nationalsozialismus, die ja verständlicherweise lange Zeit als rein nationale Geschichte geschrieben wurde, inzwischen im europäischen bzw. globalen Kontext betrachtet. Und das reicht eben in die bisher auch schon, also in die momentan eher wieder auslaufenden Debatten, von denen heute auch schon die Rede war, über die Beziehung zwischen dem Holocaust und kolonialer Gewalt und Völkermord. Und ebenso finden mit wachsender Selbstverständlichkeit für die Zeit nach 1945 zunehmend Bestrebungen einer Europäisierung der Zeitgeschichte statt. Und das ist das Thema von Kiran Patel, der gleich nach mir reden wird. Ich bin in der Schlusskurve, denn wir wollen zum Empfang. Wenn wir also über Zeitgeschichte als Aufgabe im 21. Jahrhundert diskutieren, sollten wir also auch, und ich meine nur auch, über die Verortung des Fachs zwischen nationaler und globaler Geschichte sprechen. Denn die Vorgeschichte unserer komplexen und entgrenzten Gegenwart zu schreiben, das verlangt eben auch andere und möglicherweise sogar ungewohnte Perspektiven. Danke. Ja, vielen Dank, Julia, für den Impuls. Und wir setzen gleich fort mit Kiran Klaus Patel hier an der LMU, Professor für europäische Geschichte. Kiran Patel spricht über Zeitgeschichte als internationale, supranationale und transnationale Geschichte. Vorzustellen brauche ich ihn eigentlich nicht. Einer sozusagen seiner wichtigen Forschungsschwerpunkte ist die Geschichte der europäischen Integration. Nicht zuletzt spiegelt sich das wieder in dem wichtigen Buchprojekt Europa, eine kritische Geschichte, vor wenigen Jahren erschienen. Aber ich erwähne auch noch eine andere Buchpublikation internationaler Bedeutung, The New Deal, A Global History. Lass es aber dabei bewenden und du hast das Wort, bitte. Eckart, ganz herzlichen Dank. Der Titel, der mir aufgegeben wurde, ist eigentlich fast schon so lang wie die Redezeit, die ich habe. Insofern habe ich mir die Freiheit genommen, dann das zu machen, was mir dazu eingefallen ist. Ich möchte aber auch mit Hans Rothfels beginnen und nochmal kurz daran erinnern, dass manche Texte deutlich besser altern als andere. Wir wissen, glaube ich, alle um die Grenzen, die dieser Text hat. Aber ich muss sagen, dass mir bei der erneuten Relektüre des Textes durchaus auch aufgefallen ist, wie viel Raum er tatsächlich für das Internationale bereitstellt. Auf diesen 8 Seiten
Stärken, die dieser kurze Text ja eigentlich nur hat. Man hat ja in der Geschichtswissenschaft oft die Historiographie, gerade der Mitte des 20. Jahrhunderts, mit einer Fixierung auf die Nation identifiziert. Und wenn man Rotfels etwas vorwerfen kann, dann eigentlich da nicht, dass er das unternimmt oder wenn, dann in anderer Form, als man es auf den ersten Blick zumindest erwarten würde. Also das ist insofern interessant und insofern ein guter Ausgangspunkt, um über das mir vorgegebene, das Trans, das Internationale mit einem Schwerpunkt auf Europa knapp zu sprechen. Und ich würde kurz drei Punkte machen wollen. Der erste hat mit Weitung und ihren Grenzen zu tun in Bezug auf das Internationale. Und ich möchte nochmal unterstreichen, dass es mir jetzt nicht um eine Agenda für die Vierteljahrshefte geht, wo ich Jörn Leonhard sehr zustimmen würde, dass die Idee einer gestaffelten Internationalisierung sehr sinnvoll sein kann, sondern eher allgemeiner über das Feld der Zeitgeschichte als Ganzes sprechen. Schon Rotfels hat nämlich konstatiert, ein Faktum und auch als Motivation für die Gründung der Vierteljahrshefte ausgewiesen, was bis heute prägend ist und vielleicht sogar sich mit nochmal neuer Dringlichkeit stellt. Nämlich das, was er, ich zitiere ihn, Zersplitterung auf dem Feld der Forschung, aber auch der Quellen und der publizierten Quellen konstatierte, was, wenn man das auf das Feld des Internationalen vor allen Dingen weitet und bezieht, eigentlich nahelegt einen intensiveren Dialog über wissenschaftliche Grenzen hinweg, über Sprachgrenzen, über kulturelle Grenzen, über nationalhistoriografische Grenzen, die wir erst einmal haben. Und ich möchte nochmal unterstreichen, dass das bereits erwähnte Yearbook des Instituts für Zeitgeschichte einen Auftrag in diesem Zusammenhang sehr gut bereits erfüllt. Ich glaube, dass in diesem Zusammenhang aber nochmal wichtig ist, wiederum an ein Spezifikum der Zeitgeschichte zu erinnern. Wir, wenn wir Zeitgeschichte betreiben, sind ja die einzigen innerhalb unseres Faches, die stärker auch an der Produktion und der Überlieferung von Quellen beteiligt sind, als das für die anderen Epochen irgendwo gilt. Und ich denke mal, dass Frank Bösch auf diese Dimension vielleicht auch nochmal zu sprechen kommen wird. Ich glaube außerdem, dass wir heute in einer Zeit leben und vielleicht dem Ende einer Zeit, in der man lange über die Logik der Ausweitung der Quellenbasis sehr unilinear nachgedacht hat. Alles schien erreichbar, gerade in den letzten 30 Jahren, nachdem auch die ost- und ostmitteleuropäischen Archive zunehmend geöffnet waren. Und ich glaube, wir müssen uns fragen, wie das weitergeht. Wir haben wahrscheinlich viele von uns die Logik wissenschaftlichen Arbeitens quasi uns zu eigen gemacht, dass wir sprechen mit und nicht nur über andere Gesellschaften wollen im Bereich des Internationalen. Und wir sehen, und da greife ich nochmal den Anfangimpuls der Einleitung auf, dass natürlich international auch in Europa, wenn wir Russland jetzt einmal als Beispiel nehmen, wir die Tendenz zum Abschluss haben, zur Verschließung von nationalen Archiven, die uns weniger zur Verfügung stehen, des Ausdünnens oder auch der Begrenzung von internationalen Kooperationen. Das Grußwort, das vorhin gesprochen wurde, hat daran erinnert. Und ich glaube, wir stehen vor der Herausforderung, und das ist eine für mich wirklich wichtige Aufgabe der Zeitgeschichte, noch einmal zu fragen, wie wir eigentlich als auch Menschen, die über die Quellengenese nachdenken wollen, auch in Kooperation mit den Archiven, die ja heute auch vertreten sind, mit diesem Problem künftig umgehen wollen. Es kann nicht heißen, dass wir einfach über Russland sprechen, ohne die Quellen zu kennen, ohne ihnen Zugang zu haben. Aber zu glauben, wir könnten einfach nur so weitermachen, wie das bisher der Fall gewesen ist, das würde ich auch für naiv halten. Ich belasse das bei einem kurzen Denkimpuls und komme zu meinem zweiten Punkt. Vielleicht können wir in der Diskussion auch nochmal über mögliche Antworten weiter nachdenken. Zweitens, und so wurde auch eben geboten, über Europa etwas weiter nachzudenken, steht mein Punkt unter der Überschrift das große und das kleine U. Was will ich damit sagen? Es gibt einen Prozess, der zu der Zeit, als Rotfels schrieb, gerade in seinen Anfängen steckte und dessen Implikationen und Bedeutung eigentlich nicht absehbar waren. Und das ist das, was ich mal ganz knapp zusammenfasse als den Prozess der europäischen Integration. Der Prozess, der zu der EU unserer Tage geführt hat, aber auch zu anderen Formen internationaler Kooperation in diesem Kontinent und darüber hinaus. Und ich würde argumentieren, dass wir nicht zuletzt durch die Beschäftigung in Nachbarwissenschaften und auch durch Historiografien in anderen Ländern über die politische Dimension schon vieles wissen, über das, was man High Politics nennen könnte, die Verhandlungen, die jeweiligen nationalen Interessenslagen und Ähnliches. Ich würde aber argumentieren, dass eine der wichtigen Aufgaben in der Geschichtswissenschaft gerade für die Zeit seit den 70er Jahren, also dem Jahrzehnt, in dessen Mitte Rotfels dann verstarb,
eigentlich lauten wird, das große und das kleine U stärker zusammenzudenken. Was meine ich damit? Zu fragen, wie sich das, was sich dann institutionell bildet, aus Prozessen in den jeweiligen Gesellschaften speiste, aber vor allen Dingen auch, wie umgekehrt Menschen in den davon betroffenen Gesellschaften mit diesem institutionellen Europa umgegangen sind, es sich angeeignet oder auch abgelehnt haben, sei es in Bereichen wie Konsum oder natürlich auch von Partizipation. Und da ist eigentlich erschreckend, wie wenig wir über diese Dimension meines Erachtens weiterhin wissen. Es geht hier nicht, und das möchte ich abschließend zu diesem Punkt sagen, um eine einfache Teleologie eines immer enger zusammenrückenden Europas von Erweiterung und Vertiefung, sondern eher um die komplexe Überlagerung von Prozessen von Ver- und von Entflechtung, die in diesem Zusammenhang weiter zu analysieren wären. Um es knapp zu halten, auch ich weiß, dass wir alle zwischen Ihnen und dem Buffet stehen. Ein dritter Punkt, Europa global ist er überschrieben. Und dann vielleicht doch mal etwas Kritisches zu Rothfeld, so sehr man natürlich nie seinen Doktor Großvater irgendwie kritisieren darf. Ich tue es hier auch nicht wirklich. Will aber erwähnen, dass er mit seinen Arbeiten natürlich sehr immer quasi, was die analytischen Kategorien angeht, und Julia Angst hat es kurz schon angedeutet, auf den globalen Norden fokussiert war, aber dann eigentlich dieses Interpretament auf die ganze Welt ausbreitete. Und ich glaube, dass auch eine europäische Geschichte heute nur funktionieren kann, wenn sie in ihren globalen Bezügen stärker gedacht werden wird. Julia Angster hat schon vieles auf der konzeptionellen Ebene dazu gesagt. Deswegen möchte ich das nur mit ein, zwei Beispielen noch mal ganz knapp unterfüttern. Und ich würde die Dimension von Empire als Beispiel in diesem Zusammenhang aufrufen wollen, indem selbst wenn man sich auf dieses institutionelle Europa, das sich eben seit den 50er Jahren herausbildet, wenn man sich auf dieses nur konzentriert, wir eine Konstellation haben zum Ausgangspunkt, die man am besten nur als spätkolonial bezeichnen kann, in dem eben Empires und Kolonien nicht an ihr Ende gekommen waren, sondern die Gründungskonstellation genauso geprägt haben wie der Prozess der Dekolonisation und Dekolonisierung, beides, dann die nächsten Jahrzehnte stark prägen sollten. Und wenn wir über Empire denken, dann sollten wir, glaube ich, auch nicht nur über das Beziehungsgeflecht zwischen Westeuropa und dem globalen Süden nachdenken und den Wechselwirkungen, sondern sehr wohl den Osten auch mit auf dem Schirm haben, wo eben andere Formen von Empire sehr wohl auch eine Rolle gespielt haben und ein Erbe in diese europäische Geschichte, auch die Geschichte der europäischen Integration, mit eingebracht haben, wenn ich eben auch an das Erbe der Sowjetunion in Bezug auf die Situation im Baltikum oder natürlich auch, ich will nur noch mal das Stichwort aufgreifen, der Ukraine heute mitdenke. Und dann geht es zugleich, und das ist mein letzter Punkt, nie nur darum, quasi die Rolle Europas in Bezug auf diese Weltgegenden zu sehen, sondern eher viel stärker auch zu fragen, wie eben in diesen anderen Weltteilen Europa angekommen ist und was von dort aus sozusagen nach Europa gekommen ist, wie die Perzeptionen dieses Europa ausgeschaut haben und wie die Interaktionen verlaufen sind, gerade auch mit europäischen Geltungsansprüchen, die oft mit einem so universalistischen Deutungsanspruch aufgetreten sind, wie das Rothfels wiederum in Bezug auf seine Geschichtsinterpretation eigentlich getan hat. Und wir uns heute fragen müssen, wo eigentlich die Grenzen dieser Ansprüche, die Konfliktpunkte, die Verwerfungen, die Ausverhandlungszonen eigentlich sind. Ich schließe damit einfach nur zu sagen, dass das drei Punkte sind von vielen, die einem einfallen können in Bezug auf die europäische Ebene, dass das viel zu wenig und viel zu viel für die Vierteljahreshefte für das Institut sind. Insofern freue ich mich einfach auch, künftig mitbeobachten zu können, welche von diesen und vielen weiteren Schwerpunkten sich diese Zeitschrift und alle, die damit verbunden sind, auf ihre Agenda setzen werden. Vielen Dank. Ja, vielen Dank auch für diesen Impuls, die Bezüge auch zu dem Beitrag von Julia Angster waren klar zu erkennen. Das ist wunderbar auch für unsere Diskussion, aber wir beginnen sie noch nicht ganz, sondern setzen jetzt zunächst einmal fort noch mit dem Beitrag von Frank Bösch, Zeitgeschichte als Geschichte der digitalen Welt. Ich meine, da ist der Begriff der Welt, über den man lange, glaube ich, auch resonieren könnte, der Welt oder der Welten. Aber Zeitgeschichte als Geschichte der digitalen Welt. Frank Bösch, wie Sie wissen, ist Direktor des Zentrums für zeithistorische Forschung in
Potsdam und zugleich Professor für Zeitgeschichte an der Universität in Potsdam. Einer seiner Forschungsschwerpunkte ist die Mediengeschichte des 19., 20., 21. Jahrhunderts. Das sind immer nur kurze Stichworte, die ich hier gebe. Seine jüngste Monographie, auch die kennen Sie alle, ist ein Buch über das Jahr 1979 mit dem Obertitel, ich will es doch mal erwähnen, mit dem Obertitel Zeitenwende 1979. Frank Bösch, bitte, Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank. Das Thema wurde mir ja von den Organisatoren aufgetragen, aber ich finde es tatsächlich auch sehr, sehr wichtig und habe es auch gerne angenommen. Denn es ist, glaube ich, es muss nicht weiter erläutert werden, genau wie bei der Globalisierung, dass die Digitalisierung der Gesellschaft in den letzten 60 Jahren schubweise, wellenartig, zunehmend seit den 70ern und dann seit den 90er Jahren unsere Gesellschaften fundamental verändert haben in allen Bereichen. Und ich bin mir nicht sicher, nein, ich würde auch sagen, ich bin mir eigentlich sicher, dass die Zeitgeschichte sich damit bisher kaum angemessen auseinandergesetzt hat, was das bedeutet, obwohl wir alle eigentlich ahnen, dass das auch unseren Arbeitsalltag in den letzten 20 Jahren völlig umgekrempelt hat. Wir haben zwar in den letzten Jahren jetzt einige neue Professuren für Digital History, aber die Kooperation zwischen diesen Professuren und diesen auch Sektionen bei Historikertagen und der, sagen wir mal, etwas allgemeineren Zeitgeschichte eben, die sehe ich bisher auch noch nicht so stark. Und daher also bin ich dankbar, dass das hier jetzt aufgegriffen wird. Und ich habe selbst eben auch am ZZF, haben wir das versucht, seit etwa 10, 12 Jahren jetzt als Thema stärker zu machen, haben viele Projekte dazu, aber stecken dann natürlich auch an den Anfängen. Wenn wir jetzt Rothfels auch hier zum Ausgangspunkt nehmen, die Mitlebenden, dann hat ja Thomas Lindberger 2004 in einem viel zitierten Aufsatz die Figur des Mitlebenden, des Zeitzeugen schon ergänzt, nicht nur die Mitlebenden, sondern auch die Mithörenden, die Mitsehenden, mit Bezug auf das Fernsehsehen, das übers Radio teilnehmen. Ich würde sagen, wir haben jetzt eine Gesellschaft der Mitpostenden. Lauter Menschen, die aktiv sich einbringen, und das verändert auch die Figur des Zeitzeugen als Beobachtenden, als einen, der dabei ist, die nicht nur die kommentieren, aber natürlich eben wo auch immer, ob im Ukraine-Krieg oder wo auch immer, über Social Media, ob in Iran oder so weiter, natürlich in Ereignisse auch eingreifen, zu Dynamiken führen. Und insofern ist das nicht etwas, was man als Medienabbild fassen kann, sondern was diese Figur des Zeitzeugen, glaube ich, auch nochmal anders konzeptionell fassen lässt. Wir haben bei Rothfels natürlich politische Zäsuren am Anfang, die für die digitale Gesellschaft sicherlich nicht so markant sein sollten. Man kann natürlich sagen, 1993 wird das Internet, das es schon vorher gab, durch das World Wide Web öffentlich für viele zugänglich, aber die Geschichte der Digitalisierung ist natürlich eine längere, seit den 50er Jahren werden in Großbetrieben und dann seit den 70er Jahren eigentlich in fast allen Bereichen digitale Strukturen aufgebaut, die große Änderungen bringen. Und ich kann mir eigentlich kaum einen Bereich vorstellen, den wir untersuchen, wo das nicht künftig eine Rolle spielen sollte. Egal, ob Sie eine Arbeit zur inneren Sicherheit schreiben, ob Sie eine Studie zur Wissenskultur beispielsweise schreiben. Wir haben früher gestritten, ob eigentlich die 68er das Lehrstuhlprinzip die Universitäten umgekrempelt haben oder nicht. Sie können ja noch mal überlegen, ob vielleicht sogar wichtiger als die 68er die digitale Struktur waren. Also hat vielleicht den Arbeitsalltag an den Universitäten, Hierarchisierungen und Ähnliches, sind die durch E-Mail und Ähnliches vielleicht nicht stärker sogar herausgefordert worden. Ich würde sagen, dass es bisher zu viele Studien gibt über die Wahrnehmung der Digitalisierung, also die damit verbundenen Ängste etwa vor einem 1984, vor der Volkszählung, Big Brother und so weiter. Da gibt es einige Arbeiten zu. Was aber nötig ist für künftige Arbeiten, ist, dass tatsächlich die Implementierung der Digitalisierung, die Nutzung, die gesellschaftlichen Folgen untersucht werden. Und wie in der Technikgeschichte allgemein würde ich das nicht als eine Studie, als Studien von genialen Erfinder sehen, sondern als Form von gesellschaftlicher Aneignung. Wir haben etwa am ZZF jetzt erste Monographien rausgebracht zur Geschichte, zur Digitalisierung von Banken. Also wie werden einfach Konten eingeführt? Wie wird es eigentlich möglich, dass Leute Sparkonten haben? Wie werden Kredite vergeben unter ganz anderen Bedingungen der Digitalisierung seit den 70er Jahren? Wir haben eine Studie zur Versicherung, etwa zur Rentenversicherung. Wie werden eigentlich Rentenreformen möglich? Wir haben eine große Studie, Herr Hockertz ist ja auch hier, 10-bändige Studie eben sozusagen zu den Sozialversicherungen, wo aber so etwas wie das Digitale erstmal nicht mitgedacht wurde. Und man kriegt dadurch
ganz andere Perspektiven in einem Bereich, wo gerade bei der Rente von der Wiege bis zur Bahre Daten gespeichert werden, Massendaten entstehen. Studien zu Geheimdiensten, IT oder Michael Homberg jetzt gerade zum Beispiel zur Frage, wie entsteht eigentlich die Figur und wie wird sie ausgebildet des indischen Softwareentwicklers, der mit amerikanischen, sowjetischen und auch deutschen Mitteln von Siemens ausgebildet wird und plötzlich als Spezialist dann auch wieder zurückkommt, eben also als transnationale, globale Geschichte. Dabei würde ich die Geschichte der Digitalisierung, ähnlich wie die Globalisierung, nicht als einen Prozess fassen, der irgendwie über uns kommt. Das ist ja die Gefahr bei den Irrungsbegriffen, immer ein anonymer Prozess. Es sind konkrete Akteure, die Entscheidungen treffen, die etwas gestalten. So untersuchen wir auch die Globalisierung normalerweise. Und das kann man auch bei Programmen zeigen. Wenn jemand ein Programm entwirft, und das kann man an klassischen Archivakten Sachen aufzeigen, dann muss er erstmal eine Struktur aufmalen, wie eine Kommunikation funktioniert. Also ich habe es mir etwa für VW mal in den Akten angeguckt, wie funktioniert Kommunikation bei VW in einem Unternehmen mit 200.000 Mitarbeitern. Das wird aufgemalt, dann wird überlegt, wie soll man diese Kommunikation digital verändern. Und damit werden Abläufe gemacht, ohne dass ein technisches A priori da ist. Auch das wäre wichtig, die Technik gibt nicht alles vor, gerade bei der Digitalisierung sind die Nutzung, die Anwendung. Und das Interessante ist ja mal, dass gerade bei der Digitalisierung die Zukunftsvorstellungen ganz oft nicht zutreffen. So etwas wie Social Media hat kaum jemand vorgedacht. Das sind Dinge, die sich aus Anwendungsbereichen eben entsprechend ergeben. Wenn man konkret fragt, was bedeutet das für unsere Forschung, dann würde ich sagen, die großen Forschungsfragen, die wir generell haben, werden gerade durch die Digitalisierung virulent. Ich kann nur Stichworte jetzt hier geben in den 2,5 Minuten, die ich vielleicht noch habe. Partizipation und Hierarchien, wie verändern sich durch die Digitalisierung? Ich erinnere, ich habe in Smalltalk mal gefragt, wie war das eigentlich, als im Institut für Zeitgeschichte der erste Computer reinkam? Ich müsste jetzt Herrn Möller fragen, wie das eigentlich war. Mir hat jemand gesagt, da gab es eine Frau am IFZ, die wusste, wie dieser Computer angeht, wie man den bedient. Die hatte Zugang plötzlich zu Literatur, die keiner hatte, und die hatte plötzlich eine ganz neue Machtstellung, wenn man die fragen konnte eben. Und das ist etwas, was, glaube ich, jetzt eine Anekdote ist, die das Problem klar macht, dass plötzlich Geschlechterhierarchien auch durcheinander gehen können, dass plötzlich alte Hierarchien, weil jemand plötzlich technischen Sachverstand hat, etwas kann, was andere nicht können, wo Hilfskräfte plötzlich, wo Professoren Literatur, das ist meine Erfahrung aus den 90er Jahren, auch Literatur finden, die die Professoren natürlich nie kannten, eben weil andere Recherchen möglich sind. Es entstehen neue Machtzentren durch Datenakkumulation. Damit meine ich gar nicht groß Facebook oder Amazon, das ist liegt noch in der Ferne, das historisch zu erforschen, sondern natürlich der Staat, der Daten sammelt. Was wird überhaupt an Daten gesammelt? Ausländerzentralregister zum Beispiel ist in den 60er Jahren eines der ersten Erfassungsgegenstände eben. Der Wandel der Struktur der Öffentlichkeit ist evident. Ganz andere Menschen, die partizipieren an der Erstellung von Wissen, dazu werden wir gleich kommen. Die Herausforderung der Demokratie durch politische Polarisierung, die vielleicht auch forciert wird. Die Individualisierung als großes Thema durch Techniken der permanenten Selbstinszenierung, der Wandel sozialer Beziehungen, soziale Gruppenbildung bis hin, erwähnte Michael Homberg hat gerade was geschrieben über Online-Dating, also bis hin zu Paarbeziehungen. Oder auch natürlich die Techniken der gesellschaftlichen Selbstbeobachtung. Wir machen, Andreas, ja etwa zum Wandel der Arbeit ein Projekt, wo jetzt auch die Digitalisierung reinkommt. Da ist es natürlich auch besonders evident. Das alles sind große Schlagworte der Sozialwissenschaften, und wir müssen natürlich die Begriffe, die aufgebracht wurden, wie digitale Revolution, Netzwerke und so weiter, historisieren, problematisieren, auf jeden Fall nicht übernehmen. Wir müssen andere Zugänge haben und sie natürlich mit analogen Quellen verbinden, akteursbezogen arbeiten in ganz kleineren Einheiten. Oder auch, ich nenne ein letztes Beispiel als großes Themenfeld, die Erinnerungskultur. Ein wahnsinnig boomendes, großes Feld. Ich sehe aber fast nur Arbeiten zur Erinnerungskultur, die Museen angucken, Spielfilme angucken und so weiter. Wir haben seit 20 Jahren eine blühende Erinnerungskultur im Netz. Facebook-Gruppen zur DDR haben einzelne bis zu 400.000 Teilnehmer. Also sagen, das sind wirklich keine marginalen Dinge. Über YouTube-Videos wollen wir gar nicht reden, wo kommentiert wird. Bisher sehe ich nicht, dass die Geschichtswissenschaft das in irgendeiner Form auch nur adäquat aufgegriffen hat, obwohl es sehr, sehr leicht offen steht. Wir können noch gerne nachher diskutieren, wie man das eigentlich macht. Ich habe aber eine Doktorarbeit, die ich betreue, zur DDR-Erinnerung im Netz seit den 90er Jahren, also wo man über das Internet Archive in San Francisco dann alte Daten rekonstruiert und so weiter.
Vielleicht letzte Gedanke zum Inhaltlichen. Mir ist es wichtig, ergebnisoffen auch die Grenzen des Digitalen zu prüfen, die Beharrungskraft des Analogen. Weiterhin haben wir natürlich Staatssekretärsrunden, die ganz ohne das Digitale auskommen. Ich war eben am Italiener hier nebenan, wo Männergruppen saßen, die über sehr, sehr große Millionensummen neben mir sprachen. Das funktioniert sehr, sehr analog eben auch weiterhin. Wir haben eine Agency von oben, aber natürlich unten im prekären Bereich. Wir haben einen neuen Markt von prekären Beschäftigungen, die sehr, sehr analoge Putzarbeiten und so weiter machen, die aber natürlich digital vermittelt werden, dadurch Migrationen eben auch ermöglichen. Wir haben große Herausforderungen. Ukraine-Krieg wurde natürlich schon genannt, wo erstaunlich analoge Problemstellungen auftreten, ähnlich wie beim Klimawandel, aber die natürlich unter digitalen Bedingungen anders funktionieren, anders bewältigt werden. Und Zelensky hätte sicherlich nicht diese Unterstützung, wenn er nicht so internetkompatibel eben mobilisieren und werben würde. Einen letzten Punkt möchte ich machen zu den Quellen, weil ich das schon im Vorfeld heute in der Kaffeepause oft gefragt wurde. Die Digitalisierung wird das Schreiben von Geschichte verändern, die Methoden sicherlich verändern, die Art, wie wir recherchieren, weil wir natürlich den gewohnten Gang ins Archiv eigentlich kennen oder digitalisierte Dokumente, die man auf Stichworte durchsucht. Das wird natürlich künftig anders werden mit einer digitalen Quellenflut. Ich glaube, Herr Hollmann ist heute nicht da, aber mit ihm und mit anderen habe ich das oft auf Podien schon diskutiert. Wie wird eigentlich das Archiv der Zukunft aussehen, wo unsere E-Mails von vielen hier im Raum jetzt alle digital abgelegt werden? Wie würden eigentlich dann Findbücher aussehen? Wie werden die verschlagwortet sein? Nicht, wir werden Volltextsuchen machen mit anderen Ergebnissen. Es wird zu einer Aufwertung der Begriffsgeschichte, der historischen Semantik, über Textmining etwa kommen. Es wird über eine Zunahme von Netzwerkanalysen sicherlich ergeben. Quantitative Methoden werden vielleicht mehr Gewicht haben. Aber insgesamt wäre ich nicht so pessimistisch, dass die Quellen alle verschwinden. Sie ahnen gar nicht, was ein Informatikstudent im ersten Semester wahrscheinlich alles rekonstruieren kann, was von ihren Quellen scheinbar gelöscht ist, aber irgendwo ist. Und es ist eine Frage am Ende von Rechten und anderen wir werden eine Verschiebung zur Kultur- und Alltagsgeschichte haben durch diese privat generierten Massenquellen, dieses massenhafte Ich-Material, mit den selbst inszenierten Lebensräumen, die über alle Bereiche eben von politischen Aktivitäten, Reisen, Partnerschaften und so weiter aufzufinden sind, und werden dabei auch wieder Fragen wie die Möglichkeit, dies digital zu kommunizieren, überhaupt erst zu dieser Handlung geführt hat. Wie viele Reisen werden gemacht, weil man sich digital inszenieren kann oder weil es digital erfahrbar schon weiter war. Man könnte jetzt noch diskutieren, welche Konsequenzen das Vierteljahrshefte hat. Ich bin ja Herausgeber einer Zeitschrift, auch einer zeithistorischen Zeitschrift, die Zeithistorischen Forschung, die seit 2004 voll digital gleich verfügbar ist. Ich selbst kann nur sagen, ich lese nach wie vor, ich bin nicht bei den Social Media, ich lese weiterhin alles auf Papier, und ich bin auch sehr dankbar, dass die Vierteljahrshefte weiterhin auf Papier auch erscheinen und Bücher auch weiterhin so. Aber es ist sicherlich eine große Diskussion, ob das weiterhin so ist, dass das PDF oder der Papierdruck eben auch die Vierteljahrshefte so sagen in die nächsten 10, 20 Jahre eben reintragen wird. Aber das machen wir vielleicht beim Abendtrink. Okay, vielen Dank. Ja, vielen Dank, Frank Bösch. Ich denke, die Bezüge auch zu dem nächsten Impuls sind evident. Wir sind zumindest gespannt, sozusagen, welche Aspekte aufgenommen werden von Margit Schölesi-Janze, Professorin hier in München, auch an der LMU für neueste Geschichte und Zeitgeschichte, mit einem Arbeitsschwerpunkt seit vielen Jahren im Bereich der Wissensgeschichte, der Wissenschaftsgeschichte. Sie kennen alle die große Fritz Haber Biografie. Ich erwähne aber auch noch wichtige Publikationen, beispielsweise in den letzten Jahren zur Geschichte von Thyssen als Familie, als Unternehmen, um es nur dabei bewenden zu lassen und Zeit zu sparen, und gebe Ihnen gern das Wort. Ja, vielen Dank. Ich möchte meinen Versuch jetzt aufgreifen, den ich eigentlich vor knapp 20 Jahren erschrecklicherweise schon unternommen habe, nämlich Zeitgeschichte über Verwissenschaftlichungsprozesse zu definieren. Also ein Zugriff, der sozusagen erstmal das Teilsystem Wissenschaft sieht in seiner sich dann verbreitenden
Funktion für andere Teilsysteme, Politik, Gesellschaft, Wirtschaft und so weiter. Und ich habe diese neuen Funktionsbeziehungen von Wissenschaft für die anderen Teilsysteme in die 1880er Jahre hier verortet, auch in die Jahrhundertwende im breiteren Begriff, 1880er bis 1920er Jahre, habe das argumentiert, habe dann gezeigt, wie genau diese Verwissenschaftlichungsprozesse in den Nationalsozialismus und in die Katastrophe hineinführen, also ganz deutlich gemacht, dass erstens Nationalsozialismus mit Wissenschaft sehr viel zu tun hat und dass zweitens das nicht einfach eine positive Entwicklung ist, wo wir eine schöne neue Welt haben, sondern dass das auch ein destruktiver Prozess sein kann, der bis zur Vernichtung von Millionen gehen kann. Und ich habe dann in einem dritten Schritt gezeigt, wie man dieses Konzept von Verwissenschaftlichungsprozessen für eine deutsch-deutsche Geschichte der 1960er Jahre fruchtbar machen kann. Und danach habe ich eigentlich definiert, das Ganze ist offen in das 20. oder 21. Jahrhundert. Und hier möchte ich jetzt einsetzen, um jetzt die jüngere Zeitgeschichte einmal zu versuchen, auf den Begriff zu bringen. Und ich werde jetzt 7 Thesen hier vorstellen. 5 davon werde ich erläutern, die 6. und 7. aus Zeitgründen nur nennen. Vielleicht fragt jemand ja in der zweiten Runde dann nach der Erläuterung, damit wir etwas Zeit sparen. Und es wird gehen um den Begriff und das Konzept von Resilienz. These 1, der Begriff Resilienz ist in Wissenschaft, Politik und Wirtschaft aktuell nahezu allgegenwärtig. Er ist geeignet, als Sonde in eine für die Zeitgeschichte hochrelevante jüngste Phase von Verwissenschaftlichungsprozessen zu dienen. Resilienz von resiliere, zurückspringen, der Begriff stammt aus der Physik im Sinne der Fähigkeit eines Materials, sich unter Einwirkung von Energie elastisch zu verformen und dann in den Ausgangszustand zurückzukehren. Weltweit führen Forschungsinstitute den Begriff prominent im Namen. Das Stockholm Resilience Center definiert auf seiner Homepage Resilienz als die Fähigkeit eines Systems, sei es ein Mensch, ein Wald, eine Stadt oder eine Wirtschaft, mit heftiger Veränderung zurechtzukommen und sich trotzdem positiv zu entwickeln. Es hebt selbst auf Mensch-Umwelt-Beziehungen ab und definiert Resilienz in einem zweiten Schritt weiter. Wie können Mensch, Gesellschaft und Natur massive Störungen sogar dazu nutzen, um innovatives Denken, Erneuerung und Transformation systemisch zu implementieren? These 2. Resilienz lenkt den Begriff darauf, dass wir auch in der Zeitgeschichte aufgefordert sind, uns nicht mehr nur mit komplizierten, sondern mit komplexen historischen Verhältnissen auseinanderzusetzen. Also komplex, nicht kompliziert. Ein kompliziertes System erlaubt bei konzentrierter Analyse eine Zerlegung in seine Einzelteile, wodurch das Gesamtsystem in seinem linearen Funktionieren verständlich wird. Bei einem komplexen System ist dies nicht möglich, denn gerade die Vernetzung bringt neue Eigenschaften des Gesamtsystems erst hervor, sogenannte emergente Eigenschaften. Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile. Aus deren Interaktion entstehen Kopplungs- und Rückkopplungsmechanismen mit nicht kalkulierbaren Wirkungen. Das System ist durch nichtlineare Dynamiken gekennzeichnet. These 3. Die 1970er Jahre erweisen sich als Inkubationszeitraum des Resilienzbegriffs. Untersuchungen mit verschiedenen Methoden der Bibliometrie und Zitationsanalyse belegen alle, dass international Resilienz bis etwa Mitte der 70er Jahre kaum eine Rolle spielte, danach in seiner Häufigkeit anstieg, in den 80ern stagnierte, aber seit den 1990-2000er Jahren geradezu durchbrach und zum Modewort der 2010er Jahre wurde. In den 1970ern machte Resilienz zunächst in zwei Wissenschaften Karriere. Erstens in der Entwicklungspsychologie, als mehrere Längsschnittstudien nachwiesen,
dass Menschen, die unter äußerst negativen sozialen und familiären Umständen aufgewachsen waren, zu ungefähr einem Drittel eine sehr positive Entwicklung nahmen. Die Psychologie stürzte sich darauf, Persönlichkeitsmerkmale und psychische Schutzfaktoren zu identifizieren, die Menschen dabei helfen, Resilienz gegenüber Krisen, Traumata und psychischen Schockerlebnissen aufzubauen. Ziemlich zeitgleich tauchte Resilienz in der Ökologie auf und bezeichnete die Fähigkeit ökologischer Systeme, nach einem Schockereignis Veränderungen zu absorbieren und in einen Zustand stabilen Gleichgewichts zurückzukehren. Später verlagerte sich das Forschungsinteresse auf die Stressoren selbst, die ein Ökosystem kippen lassen und einen Regimewechsel herbeiführen, also in einen anderen systemischen Zustand katapultieren. Resilienz wurde zum springenden Punkt für die Überlebensfähigkeit eines Ökosystems. These 4. Der Begriff Resilienz verklammert wie ein Scharnier Natur-, Lebens-, Gesellschafts- und Kulturwissenschaften. Aus dieser Multi- bzw. Interdisziplinarität entfaltet sich eine erhebliche Stoßkraft. Resilienz diffundierte schnell aus Psychologie und Ökologie in andere Disziplinen, zum Beispiel in die Soziologie, die nach einem Ansatz suchte, um die Regenerationsfähigkeit von komplexen gesellschaftlichen Teilsystemen, wenn nicht gar einer ganzen Gesellschaft, unter Schock zu erforschen. Beispiel 2. Die Ethnologie befasst sich über die Begriffe Resilienz und Kollaps mit gekoppelten Interdependenzen zwischen Mensch, Umwelt und Klima. Resilienz kommt die Funktion zu, die Auswirkungen von klimatischen Veränderungen und/oder Umweltereignissen und die jeweiligen sozialen Anpassungen bzw. systemischen Transformationen in Beziehung zu setzen. Wie kommt Systemstabilität zustande? Warum kippt oder kollabiert ein System? Wie passen sich Gesellschaften verschiedenen Stressoren an? Wie transformieren sie sich? Warum? Wohin? Und dabei greift man weit in die Vergangenheit zurück, eine unerwartete Chance für die Geschichtswissenschaft. These 5. Resilienz gewinnt ihre analytische Bedeutung für die Zeitgeschichte ferner daraus, dass Begriff wie Konzept in atemberaubendem Tempo aus den Wissenschaften in Politik, Militär, Ökonomie, Kirchen, Umweltschutz, Sozialarbeit, Kindererziehung, kurz in die Alltagspraxis diffundierten. Resilienz hat es kürzlich in den Koalitionsvertrag der Ampelparteien geschafft. Nicht ganz so oft wie der Fortschritt, aber immerhin 7-mal an wichtiger Stelle, so etwa in das 6. zentrale Zukunftsfeld, als das heißt gesellschaftliche Resilienz, Geschlechtergerechtigkeit, Zusammenhalt, Demokratie und Frieden, also diese hohe Ebene. An anderer Stelle reden wir von der Resilienz unserer Ökosysteme, von Klimaresilienz, der Resilienz der Sicherheitsbehörden und der europäischen Resilienzstrategie im Zivilschutz. Resilienz also von und für alles. Die Resilienzinflation findet sich allerdings auch schon in der Großen Koalition. Im Weißbuch zur Sicherheitspolitik und zur Zukunft der Bundeswehr von 2016, dem, ich zitiere, obersten sicherheitspolitischen Grundlagendokument Deutschlands, taucht Resilienz in diversen Komposita gleich 27 Mal auf, erstmals prominent im Geleitwort der damaligen Bundeskanzlerin. Dabei verknüpft Resilienz die Bundeswehr mit, ich zitiere, dem Ausbau der Widerstands- und Adaptionsfähigkeit von Staat und Gesellschaft gegenüber Störungen aller Art, um Schadensereignisse absorbieren zu können, ohne dass die Funktionsfähigkeit von Staat, Wirtschaft und Gesellschaft nachhaltig beeinträchtigt wird. Woher rührt dieser Siegeszug von Resilienz in der Politik? Sie lässt, so meine Vermutung, ein Versprechen auf eine wissenschaftlich unterfütterte Lösung komplexer Krisen mitschwingen. Resilienz offeriert Wissenschaft als politische Ressource und damit eine Steuerungsmöglichkeit in einer Zeit gefühlter, nahender Katastrophe.
Aber gerade das Beispiel der Resilienz der Bundeswehr schreit noch einmal mehr nach zeithistorischer Analyse. Stichworte: Abzug aus Afghanistan, Einsatzfähigkeit. Dient Resilienz vielleicht auch als ein begrifflicher Nebelwerfer? Ein zweites tritt hinzu. Resilienz meint eben nicht die altbekannte Prävention mit ihren linearen Logiken. Sie beugt nicht konkreten Katastrophen vor, sondern bereitet darauf vor, künftigen Schocks aller Art, deren Auswirkungen aufgrund nichtlinearer Dynamiken nicht kalkuliert werden können, elastisch entgegenzutreten. Resiliente Systeme zielen darauf, nicht Erwartbares zu erwarten. Jetzt These 6. Resilienz als Denkmodell birgt Ambivalentes. Der Begriff tritt neutral beschreibend auf, ist aber in Machtbeziehungen verwoben und verknüpft sich nicht selten mit neoliberalen Praktiken. Er kommt aber um Wertorientierungen, politische Legitimation und politische Entscheidung nicht herum. Und These 7. Zeitgeschichte mit Hilfe der Sonde Resilienz zu betreiben, erlaubt es der Geschichtswissenschaft, sich der Herausforderung komplexer historischer Analyse zu stellen. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Also wir haben jetzt sozusagen nicht nur Skizzen für mindestens 4 große internationale Konferenzen bekommen oder für mindestens 4 Themen Schwerpunkthefte der Vierteljahreshefte, sondern tatsächlich auch wichtige Perspektiven zeithistorischer Forschung sozusagen auch über die Agenda der Vierteljahreshefte hinaus uns vergegenwärtigt. Globalisierung, Europäisierung im zweiten Impuls, Digitalisierung und Verwissenschaftlichung sozusagen auch immer noch als oder im Sinne der Verwissenschaftlichung des Sozialen verdeutlicht an dem Begriff der Resilienz, den Dynamiken dieses Resilienzbegriffes. Ich will jetzt gar nicht fragen, wie kriegen wir das alles zusammen, aber ich würde gerne vielleicht in einer ersten, vielleicht ist es auch schon die letzte Frage und Diskussionsrunde hier, doch danach fragen, wie kriegen wir sozusagen diese großen Prozessbegriffe zusammen, auch Begriffe ja sozusagen von deutlich übernationaler, transnationaler Reichweite. Wie kriegen wir das zusammen mit der Persistenz auch des Nationalen? Also und auch mit der Legitimität, wir haben das vorhin ja schon diskutiert, auch einer nationalen Zeitgeschichte und Zeitgeschichtsforschung, Zeitgeschichtsschreibung. Wie kriegen wir das auch zusammen? Gerade im deutschen Falle natürlich mit der Wirkmächtigkeit nationaler Geschichte seit dem 19., vor allem aber auch im 20. Jahrhundert. Also das wäre im Grunde der Kern der Frage, diese großen Begriffe fast, also transnationaler, globaler Reichweite. Wie geht das zusammen mit der Persistenz des Nationalen, auch des Nationalstaatlichen? Übrigens von sozusagen Abstiegsgeschichten, Abstiegsnarrativen des Nationalstaates sind wir doch wieder weiter entfernt, als wir es vor einigen Jahren noch waren. Also wie kriegen wir das zusammen? Das zielt auch einmal mehr sozusagen eher auf Erhöhung als auf Reduktion von Komplexität. Aber vielleicht können wir den Versuch unternehmen, vielleicht bleibt es dann dabei auch schon heute Abend. Aber das wäre so eine erste Frage, die ich gerne in die Runde geben würde. Ich weiß nicht, wer den Anfang machen möchte. Bitte. Also das ist, glaube ich, eine sehr gute Frage. Ich würde nur grundsätzlich davor warnen, falsche Dichotomien aufzubauen, wie etwa die zwischen der Nation, der Persistenz des Nationalen auf der einen Seite und all diesen anderen Prozessen, was meines Erachtens schon die Globalisierungsforschung der 90er Jahre, Arjuna Paturai und andere gezeigt haben, ist, dass viele dieser übernationalen Prozesse ja konstitutiv für die Entstehung des Nationalen waren.
Und zugleich, das wäre zum Beispiel auch, was man für die europäische Ebene zeigen kann, der Prozess der europäischen Integration zu einer Transformation, wenn man so will, der Morphologie des Charakters des Nationalen stark geführt hat. Und das klingt jetzt alles sehr abstrakt, was man aber, glaube ich, sehr gut zeigen kann, ist, wenn man Quellen anders liest, wie sich das auch zum Beispiel in staatlichen Strukturen sedimentiert. Du hast freundlicherweise mein Buch zum New Deal erwähnt, das genau sich mit solchen Fragen auseinandersetzt. Da will ich nur darauf verweisen, dass die US-amerikanische Geschichte eben auch lange national zentriert geschrieben worden ist. Wenn man die Archive sich aber anschaut, man eben sieht, dass Experten und viele andere in den damaligen staatlichen Behörden intensiv darüber nachdachten, was sie von anderen Ländern lernen können, wie global Prozesse die Nation verändern, und das wäre sozusagen da, wo es konkret wird, um sozusagen auch nicht zu glauben, dass übernationale oder solche Prozesse wie Europäisierung, vielleicht auch Digitalisierung, wären abstrakter, die dann im Grunde quasi fast artifiziell in unsere Narrative reinkommen. Ich glaube, es ist eher, wie Julia Angster schon sagte, eine Frage der Perspektive, und wenn man eine Sensibilität für diese Perspektive und Suchlinsen für das Material entwickelt, dann kommt man zu einer anderen Geschichte, die im Grunde auch nur die Frage einer Persistenz des Nationalen neu stellt und auf keinen Fall quasi in den, wenn man so will, Mottenkasten der Geschichte exkamotiert, weil sie da nämlich falsch aufgehoben wäre. Wie du zu Recht gesagt hast, ist eben das Nationale weiterhin mit uns geblieben. Hoffnungen, die manche vertreten hatten in den 90er Jahren, dass das Ende des Nationalen endlich gekommen sei, haben sich als falsch bewahrheitet oder falsch erwiesen. Und das hat gute und schlechte Gründe. Aber ich glaube, gute Geschichtswissenschaft kann genau dem nachspüren. Sonst? Bitte. Nur ganz kurz noch, weil es gut anschließt direkt, also ich würde mich dem anschließen und nochmal mich gegen diese Dichotomie, dieses im Grunde elende Entweder-Oder, entweder überall draußen, progressiv, global, schick, transnational, was ich ja auch mache und was wunderbar ist, oder national, dann traditionell, dann Politikgeschichte, dann, und das kann es nicht sein, das ist es auch nicht, es ist komplexer. Ich möchte zum Beispiel darauf hinweisen, Saskia Sassen, eine Soziologin aus den USA, hat darauf aufmerksam gemacht, dass der Ort des Globalen, der Globalisierung im Nationalen ist, im Lokalen. Globalisierung ist nicht Wetter, kommt nicht von außen. Und die 90er Jahre waren auch eine Zeit, vor allem die späten, der Panik bei deutschen und britischen Sozialwissenschaftlern und Sozialwissenschaftlerinnen, jetzt sterbe der Nationalstaat. Jetzt bringe, Zitat, die Globalisierung den Staat um seine Handlungsfähigkeit. Transnationale Unternehmen, ich kann keine Steuern mehr erheben, ich kann meine Arbeitslosenversicherung nicht mehr finanzieren, weil die Firmen abgewandert sind. Es fehlt uns die Handlungsfähigkeit auf nationalstaatlicher Ebene. Und dann die Europäisierung des Rechts, die Liste war lang. Und wenn man aber genau hinschaut, kommt Globalisierung nicht wie Wetter, sondern ist Produkt nationalstaatlicher und Regierungsentscheidungen, ist Produkt von Politik und war es auch im 19. Jahrhundert. Und insofern ist es eine Interaktion, die ich für hochgradig spannend halte und für einen Gegenstand, über den ich arbeite. Und zu sagen, ich mache entweder nationale Geschichte und dann nur binnennational, dann mit einem Gesellschaftsbegriff, wenn ich mir die Kritik erlauben darf, wie die Bielefelder einst in den 80ern, wo Gesellschaft einfach die Gruppe derer ist, die soziale, politische Rechte haben, und ich würde ergänzen, und die abends Wetten, das gucken, und die im Grunde eine gemeinsame Öffentlichkeit bilden, eine gemeinsame Kultur teilen und wissen, wer sie sind. Und die Gesellschaft funktioniert heute so nicht und Politik funktioniert nicht so, und mein Argument ist, das hat sie nie. Also das meinte ich vorher mit den Kategorien vielleicht noch mal ein bisschen abstauben und schauen, was verstehe ich eigentlich unter Staat? Ist es diese Trias, Bevölkerung, Territorium und Staatsgewalt? Oder ist diese Trias eine historische Phase von Staatlichkeit, aber eben nicht, was Staat ist? Das heißt, historisieren wir die ganze Kiste und nehmen wir Globalisierung nicht als das andere, sondern als ein Produkt und als eng verflochten mit dem Nationalen. Und ich finde, dann wird es erst spannend. Und das ist wirklich wieder eine Sache von Komplexität und kompliziert, die hier, glaube ich, sogar zusammenfällt in eins. Bitte. Ich setze ja ohnehin ganz anders an mit Verwissenschaftlichungsprozessen. Verwissenschaftlichungsprozesse haben zunächst mal mit dem Nationalstaat nichts zu tun. Wissenschaft war auch im 19. Jahrhundert und vorher eine sehr internationale, untereinander im Austausch stehende Sache. Wohl aber, und darauf kann man Wert legen, und das ist wichtig, werden
mit diesem Zugriff auch durchaus nationale Umgänge mit Wissenschaft, nationale Denkstile, denknationale Wissenschaftskulturen erfasst. Das kann man gut machen. Aber worum es mir jetzt ging, war eigentlich, ich meine, wenn wir jetzt nochmal Hans Rothfels nehmen, er kommt aus dem, mit der Erfahrung des Zweiten Weltkriegs. Das ist Krieg, das ist Gewalt, das ist ideologische Verfestigung. Das ist für ihn konstitutive Elemente, um Zeitgeschichte zu konzipieren. Was wir jetzt allerdings haben, wir haben es ja zu tun mit der, ja, ich würde sagen, der mindestens drei, wenn nicht sogar vier gleichzeitig kumulierende Krisen. Wir haben neben dem allbekannten Ukraine-Krieg, der hier vielleicht auch nicht untypisch für Zeitgeschichte, das ist das, was wir kennen, gleich im Vordergrund steht und immer uns herausfordert, aber verbunden mit dem Ukraine-Krieg tatsächlich eine bisher noch nie dagewesene Energiekrise. Aber wir haben auch tatsächlich die Viruspandemie und, obwohl wir das von der Wissenschaft seit Jahrzehnten wissen, die Klima-Umwelt-Krise. Und das sind nun äußerst komplexe Zusammenhänge. Das sind gekoppelte Mensch-Umwelt-Klima-Beziehungen unter Schock, die tatsächlich Politik, Wirtschaft und Gesellschaft bis ins Alltagsleben hinein aktuell in zuvor wirklich unvorstellbarem Ausmaß auch bestimmen. Und ich glaube, wir sollten als Zeitgeschichte diese Herausforderung aufgreifen und uns in diese komplexen, nicht nur komplizierten Zusammenhänge reinbegeben und zu diesen gekoppelten Beziehungen, Rückkopplungsschleifen von Mensch, Umwelt, Klima uns hineinbegeben, und das ist ja ein unermesslich breites Feld. Das ist ja die Wirtschaft, das Militär, wir haben es gesehen, wie die Politik damit umgeht, denn das ist das, was sie tatsächlich im Moment bewegt. Wie kann man Resilienz in dem Sinn, dass das ein, also von der, wirklich von der Katastrophe, von der Krise her gedacht, wie kann Resilienz so systemisch implementiert werden, dass wir auf das Unerwartbare vorbereitet sind? Also eben nicht Prävention treiben nach dem, was kommt da, und das ist ja ein alter Hut, würde ich sagen, das ist im 19. Jahrhundert ja auch schon so. Aber wenn wir uns mal reinbegeben in diese gekoppelten Beziehungen hinein, in komplexe Zusammenhänge, und dann versuchen, damit mal Zeitgeschichte neu zu denken. Das ist eine ziemlich schwierige Angelegenheit. Ich wüsste jetzt auch nicht, wie man das in jedem Fall sofort, also ich habe keine super Lösung. Wir haben mit Dirk Schumann vor einem halben Jahr, einem Kollegen aus Göttingen, mal drüber nachgedacht, ob man sowas wie diese komplexen Beziehungen, Resilienz, ob man das zum Beispiel mal als Konzept auf die Geschichte der Weimarer Republik anwenden kann und wohin uns das führt, wenn wir eben davon mal den Blick schärfen und sehen, es passiert was, es gibt Interdependenzen, es gibt Kopplungen, Rückkopplungen, und auf einmal ist was Neues da, eine emergente Eigenschaft, die eben wirklich die Politik, Gesellschaft, Wirtschaft vor Herausforderungen stellt, die vorher nicht denkbar gewesen sind. Wir konnten das nur als Anregung damals sozusagen mal andiskutieren, aber ich glaube, dass wir hier als Zeithistoriker, Zeithistorikerin tatsächlich ein ganz interessantes Feld hätten, uns mal zu lösen vom Krieg und Gewalt, so wichtig das ist. Und es gehört natürlich auch genauso rein, denn auch so ein Krieg kann ja so ein Schockerlebnis sein, und ich glaube, da kommen wir nicht umhin, das ist tatsächlich auch geschehen, wir waren alle unter Schock, aber im Moment kumulieren sozusagen die Krisenerfahrungen. Und was machen wir damit? Und ich würde ganz dringend davor warnen, also jetzt wirklich nur die politischen Verhältnisse, die Allbekannten anzuschauen, wir müssen Klima, Umwelt mitdenken, so wie die Ethnologie uns das eigentlich vorgemacht hat. Ich fand das ziemlich interessant, wie die versuchen jetzt tatsächlich auch im historischen Rückgriff einmal das Zusammenwirken dieser Faktoren mal zu erforschen. Ja, ich glaube, bei der Persistenz des Nationalen sind wir uns alle sehr einig. Die Forschungsfrage, die sich daraus ableitet, ist eben, in welchen Bereichen haben wir diese Persistenz und in welchen eben nicht. Und das ist, glaube ich, dann doch sehr unterschiedlich, ob man etwa auf die Persistenz des Nationalen in der Zeitgeschichte blickt,
als eine doch eher deutsche Veranstaltung hier auch. Das wäre, wenn wir jetzt eine Konferenz eben der Physik hätten, sicherlich anders eben, also wo wir natürlich auch nicht Deutsch reden würden, sondern anders, wenn die meisten Naturwissenschaften sich agieren würden. Und das können wir natürlich auf die Gesellschaft übertragen. Also es hängt davon ab, wo man hinblickt. Und genau das ist die Forschungsfrage, glaube ich, die sich daraus ergibt, in welchen Bereichen das Nationale, welche Bedeutung jeweils hat. Ich finde das Klimabeispiel sehr interessant. Einige haben ja vielleicht von Dipesh Chakrabarty das Anthropozän-Buch gelesen, wo es um die grundsätzliche Frage geht, wie sich Zeit- und Raumvorstellung der Geschichtswissenschaft verändern, wenn man diesen Anthropozän-Begriff aufgreift. Und damit denken wir plötzlich in anderen Zeiträumen, wir denken in anders, auch der Klimawandel, der macht eben nicht an den Bayerns Bergen, die gerade grün sind, halt, sondern der betrifft auch tatsächlich andere Regionen der Welt gleichermaßen, und das ist auch eine Sache, die bewusst ist. Globalisierung ist ja nicht ein tatsächliches Phänomen nur, sondern auch erstmal eine Wahrnehmung, die sich durchsetzt eben. Und das wäre für mich zum Beispiel ein guter Ausgangspunkt, genau das auszuhandeln. Es gibt nationale Wege der Reaktion, internationale Kooperationen von Nationalstaaten, die man ausmachen kann, zu globalen Phänomenen, um genau diese Ebenen abzuschattieren und auszumachen. Vielleicht letzter Gedanke noch, Sie hatten eben auf mein Buch Zeitenwende 79 angespielt, das war ja der Versuch, einmal die Perspektive umzudrehen eigentlich, also methodisch gesehen. Normalerweise, wenn wir internationale Geschichte machen, dann haben wir so Themen wie Entwicklungshilfe, gucken, was Deutschland irgendwo nach Afrika eben gibt und was daraus wird und wie das interagiert und so weiter. Hier also der Versuch eben jetzt in dem Fall mal zu gucken, nicht von Deutschland aus, sondern etwas woanders passiert und das hat Rückwirkungen. Also China reformiert sich, was macht das eigentlich mit Deutschland? Oder in Iran ist eine Revolution. Hat Iran eigentlich so ein fernes Land irgendeine Bedeutung eben auch rückwärts gesehen, eben auch zu uns? Und ich glaube, dieser Perspektivenumkehr, das wäre etwas, was ich sagen künftig auch, also was ich zumindest als produktiv gesehen habe, nicht immer von Deutschland aus zu gucken, wie die Deutschen sozusagen in die Welt gehen. Ja, vielen Dank. Das war in der Kürze der Zeit und in der Dichte der Diskussion sehr produktiv, fand ich. Es muss dabei bleiben jetzt für den heutigen Tag, für den heutigen Abend. 20 Uhr hatten wir versprochen zu Beginn. Daran wollen wir uns halten. Es gäbe noch viele Fragen zu diskutieren. Ich will nur noch sagen, wenn wir jetzt noch Zeit hätten, ich hätte die Frage tatsächlich, weil es zweimal auch kam, nach den Quellen schon noch aufgenommen. Nicht in dem Sinne sozusagen der Diskussion, die wir immer wieder geführt haben, Quellenflut versus Quellenmangel in der Zeitgeschichte, sondern sozusagen etwas anders perspektiviert. Auch nicht die Frage, wie gehen wir sozusagen mit digitalen oder digitalisierten Quellen um, sondern welche Quellenkompetenzen brauchen wir als Zeithistorikerinnen und Zeithistoriker, um mit den genuinen Quellen des digitalen Zeitalters, denen, die das digitale Zeitalter hervorbringt, sozusagen wiederum umzugehen. Aber das würde eine neue und ganz andere Diskussionsrunde und längere Diskussionsrunde hier noch erfordern, weil ich finde, auch in dieser Frage nach den Quellen stecken ganz, ganz zentrale methodische bis hin sozusagen auch zu erkenntnistheoretischen Überlegungen, gerade für den Bereich der Zeitgeschichte. Aber das müssen wir auf eine andere Veranstaltung, das 75. Jubiläum der Vierteljahreshefte oder den 90. Geburtstag von Horst Möller vertagen. Ich denke, wir ziehen hier jetzt einen Strich für heute, schließen die Diskussionen nicht nur dieses Podiums, sondern der drei Podien des Nachmittags ab und können jetzt dann tatsächlich dem Anlass, den Anlässen gemäß feiern und auf diese verschiedenen Geburtstags- und Jubiläumsanlässe noch einmal anstoßen. Ich bedanke mich hier bei den Diskutantinnen und Diskutanten auf dem Podium, bedanke mich bei Ihnen für das Interesse, für die Geduld. Wir haben das sehr strapaziert heute seit 14 Uhr, ein wirklich strammes Programm. Bedanke mich und wünsche uns jetzt allen einen schönen Abend.